Die Food Forest Tour im Juli startet heute mal 6 Uhr morgens. Das ist der Blick von meiner Terrasse. Die Garage ist noch nicht ganz fertig. Dafür steht das Tipi jetzt. Schwitzhütte. Die Kokospalme, die hat es nicht überlebt. Gelb geworden. Okay, wir starten die Tour in die andere Richtung. Der Waldgarten wächst und gedeiht, ist viel interessanter. Geht hier los mit der Passionsfrucht, die Maracuja, die sich den Baum hochrankelt. Ich habe noch kleine Projekte nebenbei, wie Vogelhäuschen bauen. Die Bananen da hinten machen sich prächtig. Gehen wir doch da einfach mal vorbei. Und der Kapuki hier vorne ist auch schon 1,50 Meter hoch. Maniok wächst und gedeiht. Die Mango in der Mitte, die ja, hat auch jeden Monat eine neue Etage. Ganz gespannt bin ich aufs Wachstum von den Papayas, die auch ganz gut loslegen. Ja, hier unten ist noch nichts richtig geplant, da will ich ein paar Gräser für die Enten ansiedeln. Hier der ganze Mulch. Aktuell Regenzeit, es regnet mindestens einmal am Tag. Die Baumschule, auch hier wie gesagt Coresol, da hinten Jacquier, hier nächste Generation Jacquier. Hier sitzen noch ein paar Mango- und Avocado-Bäume. Die warten. Ja, der Teich hat eine neue Etage bekommen. Der war ja nicht ganz was mit der Wasserwaage gebaut. Und da die Erika, wie gesagt, in ihrem Häuschen sitzt, habe ich für mein Karlchen eine neue Frau organisiert. Und hier unten sieht man auch schon das neueste Projekt. Da gibt es einen großen Teich. Hier vorne noch ein schönes Beet für Maniok, einiges in der Art. Und wie gesagt, Zuwachs in der Entenfamilie. Ja, hier unten werde ich dann danach den Zaun etwas außenrum erweitern, in diese freigelegte Ecke noch ein paar Bäume setzen. Da ist noch ein großer Kapuki, der dann später als Soßenblatt Spender dient. Da hinten ist mein Bienenstock und deswegen habe ich den anderen Bienenstock umgesiedelt, weil die Bienen doch uns sehr aggressiv attackiert haben, als wir hier das ganze Gestrüpp freigelegt haben. Da ist wieder ein ganz schöner Berg, locker 3-4 Kubikmeter Kompost zusammengekommen, ein paar alte Ananas oben drauf und hier ist auch der Plan, dass ich eine kleine Ananasplantage erstelle. Zaunpfähle stehen schon. Weiter geht's. Hier unten habe ich noch Platz geschaffen für einige Bäume. Ist noch nicht so weit. Da wächst der Maniok ganz gut nebenbei. Überall kleine Bäumchen. Und derzeit sind in diesen Paniers hauptsächlich meine Taro, die kleinen frischen drin. Weil die Enten sehr fanat sind auf dieses Blattgrün. Hier nochmal der Blick. Ich habe übrigens die Plane vom Apatam runtergenommen. Das ist nur ein Strohdach und die Plane ist dafür ans Tipi gewandert. Der Schneider war vor ein paar Tagen da und hat das hier zusammengenäht. Ja, wie gesagt, der Taro ist eigentlich eine Pflanze, die richtig groß wird. 2, 3, 4 große Blätter. Und wenn die Enten die kleinen schon wegfressen, haben die gar keine Chance. Und die machen sich auch sehr gut wie ein Spinat. Ich esse die auch ganz gerne. So, hier geht es weiter mit dem anderen zurückgehaltenen Kompost. Da kommt jetzt die nächsten Tage wieder eine neue Lage drauf. Hier wieder ein bisschen Chop and Drop, weil das doch Beetbereich wird. Wie letztens schon erwähnt, die Süßkartoffel macht sich super. Hier oben ist jetzt noch ein Moringa dazwischen gekommen und ja, das wächst.
zurzeit Feuchtigkeit mehr als genug, meist schon zu viel. Deswegen bin ich über diese Treppenstufen ganz stolz, dass wir hier die Erosion ein bisschen aufhalten können. Und die Farbvielfalt an Grüntönen ist unglaublich. Ich glaube, genau so haben wir letztes Mal auch die Tour gemacht. Kann man ganz gut die Fortschritte vergleichen. Ja, wie gesagt, überall wo Bambus ist, sind Bäume gepflanzt. Hier noch eine Zitrone. Ich habe jetzt so knapp an die 100 Papaya noch dazwischen gesetzt. Immer mal eine überall. Und fast ebenso viele Moringa, die ich selbst aus den Samen gezogen habe. Hier oben jetzt zum Beispiel auch noch einige andere kleine Bäumchen dazwischen, weil die Avocado noch eine Weile braucht. Ein paar stecken hier als Nitrogen Fixer. Der Mulch von den geschnittenen Bäumen, der hat sich auch langsam schon der Farbe von welken Blättern auf dem Boden angepasst. Und hier geht es weiter mit einer überall neu austreibenden Passionsfrucht. Dass es denn hier so ein bisschen über den Weg rankeln soll und diesen Baum hochklettern wird. Ja, hier oben der Weg mit diesen Holzspänen etwas fußbequemer gemacht. Derzeit aber immer wieder Hühner dabei, die das doch alles aufwühlen und hier meine letzten Regenwürmer raussuchen. Ich hasse die Viecher. Hühner zerstören, das gibt's gar nicht. Buddeln mir die kleinen Pflanzen aus dem Garten aus. Hier zum Beispiel dieser ganze Bereich war alles aufgewühlt. Aber dafür fange ich mir immer mal eins weg. Landet dann im Kochtopf. Ende der Geschichte. Hier lege ich gerade noch eine Wasserleitung von der Hauptwasserleitung, die da oben kommt, um das neue Projekt hier unten fertigzustellen. Da sind übrigens, vielleicht schlafen sie noch, meine Jungs drin. Mit dem Zelt, unterm Zelt. Da konstruieren wir gerade eine Art Wasserreservoir, ein Bassin, eine Zisterne. Da diese einzig zu kaufenden Plastikdinger hier doch A, schweineteuer sind und B, Plastik nicht in mein Konzept passt. Gleichzeitig wird es ein Whirlpool. Deswegen Wasserleitung rein und Ausgang nach unten zur Bewässerung der Bäumchen. Der Jacquis, über den ich letzte Woche schon, letzten Monat gesprochen habe, wächst und wächst. Ein Jahr hier bei mir. Ganz hübsch geworden ist mein Hexenhäuschen, was eigentlich auch nur eine Art Pavillon unterstand. Das reziproke Dach hat nicht ganz funktioniert, aber dafür sind jetzt hier auch überall Passionsfrüchte eingepflanzt, die dann halt hoffentlich irgendwann mal dieses ganze Ding verschließen werden. Ah, mit toller Aussicht später über den ganzen Anfangsbereich vom Food Forest. Das war's. Da bin ich wieder zu Hause. Jetzt gehe ich mal meine Jungs wecken. Heute wird gearbeitet.